Der Titel der heutigen Botschaft von der zweiten Lektion des Hebräerbriefes lautet: Jesus, der treue Apostel und Hohepriester. Ja, lesen wir den Leitvers, Kapitel 3, Vers 1 gemeinsam. Bitte. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. Ja, lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke für den Masterkurs der Kirchengeschichte und das Hebräerbrief-Bibelstudium. Danke, dass du uns in dieser Stunde ein aufmerksames Herz schenkst, dass wir auf deine Worte achten. Hilf uns, unsere Augen auf Jesus zu fixieren und in die Ruhe Gottes zu kommen. Ich danke dir und bete in Jesu Namen. Amen. Ja, schauen wir noch einmal auf den Leitvers. Ja, durch den Kirchengeschichte-Masterkurs bin ich ja, über das Wirken Gottes im 4. Jahrhundert nachdenke, dann erkenne ich, dass sich die Kirchenväter ja, Kirchenväter dafür gekämpft haben, damit wir auf Jesus, den Apostel und Hohepriester, schauen können. Weil einige sagten, er ist der Apostel, darum kann er nicht der hohe Priester sein. Ja, das war letztendlich die These der Arianer. Aber die Kirchenväter sie kämpften dafür, um ganz klar zu machen, Jesus ist nicht nur der Apostel, sondern er ist der Apostel und hohe Priester. Habt ihr das verstanden? Okay. Ja, dann studieren wir mal Gottes Wort und dann können wir bestimmt auch Einsicht in die Geschichte haben. Ja, lesen wir noch einmal den Leitvers, Vers 1. Bitte. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. In der vorangegangenen Lektion haben wir gelernt, dass Jesus die endgültige und vollständige Offenbarung über das Errettungswerk Gottes ist. Es gibt keine andere Offenbarung mehr. Auf diesen Jesus dürfen wir hören, angefangen von dem aufmerksamen Zuhören bei der Predigt des Herrn und durch das Schreiben einer tiefgehenden persönlichen und bußfertigen Stellungnahme. Dann werden wir nicht am Ziel vorbeitreiben, sondern das große Heil Jesu erfahren. Im heutigen Text ermahnt uns der Verfasser, auf Jesus zu schauen. Auf Jesus zu schauen führt uns in die wahre Ruhe. Der Verfasser des Hebräerbriefes ermahnt die Christen, dass diejenigen, die nicht auf Jesus schauten, sondern sich von der Sünde betrügen ließen, nicht in die Ruhe Gottes kommen konnten. In dieser Zeit verführen der Humanismus und die liberale Theologie die Menschen, nicht auf Jesus zu schauen, sondern die wahre Ruhe in den verbesserten Bedingungen oder in einem anderen Evangelium als dem von Jesus Christus zu finden. Aber in der Geschichte konnten diejenigen, die geistlich kämpften, auf Jesus zu schauen, die wahre in Gottes Ruhe kommen. Und sie wurden auch als Geschichtemacher gebraucht. Gott segne uns durch das Schauen auf Jesus, den Apostel und Hohen Priester, die Ruhe Gottes zu finden und als Kirchenväter und als Geschichtemacher für die geistliche Wiedererweckung gebraucht zu werden. Teil 1: Schaut auf Jesus.
Ja, sehen wir uns noch einmal den Vers 1 an. Ja, der Vers 1 ist sehr tiefgehend. Ja, lesen wir noch einmal diesen Vers gemeinsam. Bitte. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus. Der Verfasser spricht seine Leser als die heiligen Brüder an. Ihr seid heilige Brüder und Schwestern. Warum? Der Verfasser spricht seine Leser als die heiligen Brüder an, die an der himmlischen Berufung teilhaben. Die heiligen Brüder waren zum Beispiel die Judenchristen. Sie waren heilig, weil Gott sie als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk berufen hat. Wir sind auch die heiligen Brüder und Schwestern natürlich, weil Jesus uns als die königliche Priesterschaft und als das heilige Volk berufen hat, wie in 1. Petrus Kapitel 2, 9 geschrieben steht. Die himmlische Berufung Gottes macht uns heilig. Darum ist die himmlische Berufung Gottes Gottes Gnade und ein Privileg. Der Verfasser ermutigte die heiligen Brüder, auf Jesus zu schauen. Schauen meint hier nicht nur das visuelle Schauen auf Jesus, ja, so wie ich euch anschaue. Was bedeutet es dann, auf Jesus zu schauen? Erstens, viele Juden kämpften noch damit, dass sie Jesus als einen Propheten oder als einen Aufrührer betrachteten. Heutzutage betrachten viele Menschen Jesus vielleicht noch als ein Lehrer oder als ein Sozialrevolutionär. Aber auf Jesus zu schauen, bedeutet auf Jesus als den Apostel und Hohenpriester zu schauen. Wisst ihr, was das Wort Apostel bedeutet? Ah, okay, das sind die heiligen Brüder. Ja, ich habe jetzt leider vergessen, weiter zu klicken. Okay, ja. Jetzt wollen wir über Apostel und Hohepriester nachdenken. Was bedeutet das Wort Apostel? Okay, Esra. Von Gott gesandt. Ja, danke schön. Sehr gut. Esra, schau bitte zu mir. Ja, das Wort Apostel kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gesandter. Jesus wurde von Gott in diese Welt gesandt, um das Rettungswerk zu tun. Um ein Apostel zu sein, gab Jesus all seine himmlische Herrlichkeit auf und wurde ein Mensch und wohnte unter den Menschen. Jesus ist der vollkommene Mensch. Jesus ist aber auch der hohe Priester. Das Wort hohe Priester ist ein zentraler Begriff aus dem Alten Testament. Der Hohepriester lehrte das Wort Gottes. Er hatte zwei Aufgaben. Er lehrte das Wort Gottes. Zweitens, er brachte das Opfer für die Sünden des Volkes im Allerheiligsten dar. Jesus ist der wahre Hohepriester, der das Wort Gottes lehrte und es auch erfüllte. Schließlich brachte er sich selbst als ein heiliges Opfer für die Sünden der Menschen dar. Diejenigen, die an Jesus als den Apostel und Hohepriester glauben, werden gerettet, wie Johannes 3, Vers 16 sagt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zweitens, schauen meint hier fixieren, im Sinne von festhalten oder nachfolgen. Moderne Menschen würden sagen, liken und followen.
Auch in unserer Zeit ist es wichtig, auf wen wir unseren geistlichen Blick fixieren. Schauen wir auf Götzen oder auf sündige Menschen oder auf uns selbst oder auf falsche Lehren. Diejenigen, die die sündigen Menschen oder den falschen Lehren nachfolgen, werden zuschanden werden. Aber wir dürfen auf Jesus, den Apostel und Hohenpriester, schauen, ihn liken und ihm folgen. Aber die Juden schauten auf Mose. In den Versen 2 bis 6 beleuchtet der Verfasser darum das Verhältnis zwischen Jesus und Mose. Bemerkenswert ist ihre gemeinsame Eigenschaft. Mose und Jesus waren beide treu über das Haus Gottes. Mose war über das ganze Haus Israel treu. Gottes Volk dagegen, die Israeliten, waren so untreu, dass Gott mehrmals das Volk Israel vernichten wollte. Aber wegen Moses Treue konnte das Volk Israel nach 40 Jahren Wüstenwanderung schließlich zum verheißenen Land gelangen. Sehen wir uns Vers 6 an. Ja, lesen wir einmal diesen Vers gemeinsam. Bitte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, denn das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Christus war als der Sohn Gottes treu über Gottes Haus. Was bedeutet das? Die Menschen waren so untreu, indem sie Jesus, den Sohn Gottes, ablehnten. Schließlich verurteilten sie ihn, indem sie schrien: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Sie versuchten ihn auch, das Werk Gottes aufzugeben. Steig herab vom Kreuz! Aber Christus widerstand der Versuchung, vom Kreuz herabzusteigen. Christus war gegenüber dem Willen seines Vaters treu, sogar bis zum Tod am Kreuz. Dadurch hat er das Erlösungswerk vollbracht und den ewigen Sieg errungen. Damals wie heute tut Gott sein Errettungswerk durch die Knechte Gottes, die treu über Gottes Haus sind. Missionar Peter und Missionar Sarah Chang sind trotz ihres Alters treu über Gottes ganzes Haus. Anstatt sich zur Rente zu begeben oder wegen der Verfolgung die Mission Gottes aufzugeben, kämpfen sie treu, sich um die Mitarbeiter, Hoffnungsträger und die nächste Generation geistlich zu kümmern. Sie kämpfen, sie nicht als bloße Kirchgänger, sondern als die globalen geistlichen Leiter aufzustellen. Wir dürfen auch über Gottes Haus des Pionierungswerkes oder des Missionswerkes treu sein. In dieser Zeit der Pandemie und der Digitalisierung haben viele sich zurückgezogen bzw. haben nur noch Online-Kontakte. Sie haben keine Kontakte mehr, sondern sie haben nur noch Kontakte, hat Missionar Maria mal gesagt. Aber wir dürfen dem Werk des Hauses Gottes treu bleiben, indem wir das Werk des 10.000-maligen Zweier-Bibelstudiums, der Lebensgemeinschaft, des Frühgebets, der Versammlungen, der Jüngererziehung und der Weltmission treu dienen. So werden die geistlichen Totengebeine der jungen Menschen wieder lebendig
und zu einem überaus großen Heer Gottes aufgestellt. Sehen wir uns die Verse 7 bis 19 an. In diesen Versen warnt der Verfasser davor, sein Herz zu verstocken und die Ruhe Gottes zu verlieren. Ja, habt ihr alle die Ruhe Gottes? Dann muss ich vielleicht lauter predigen. Nee, Entschuldigung. Ja, lesen wir die Verse 7 und 8. Ja, bitte. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht am Tage der Versuchung in der Wüste. Der Verfasser des Hebräerbriefes erinnert an das Volk Israel. Erinnert euch an das Volk Israel, das 40 Jahre lang immer wieder die wunderbaren Werke Gottes in der Wüste gesehen hat und die Gnade Gottes erfahren hatte. Aber trotzdem verstockten und verbitterten sie ihr Herz gegenüber dem Wort Gottes. Als Folge der Versuchung und Verbitterung konnten die Israeliten nicht in die Ruhe Gottes kommen. 40 Jahre mussten sie in der Wüste umherirren, bis ihre Körper in der Wüste zerfielen. Das Beispiel der Israeliten ist eine ernsthafte Warnung. Darum schlussfolgert der Verfasser in Vers 13. Lesen wir einmal Vers 13 gemeinsam. Bitte. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das größte Hindernis ist der Betrug der Sünde. Sünde ist die Liebe zum Bösen und Unglauben und Ungehorsam gegenüber Gott. Aber durch geistliche Ermahnung und Buße können wir den Betrug der Sünde überwinden und von dem Zorn Gottes gerettet werden. Es ist wichtig, heute auf das Wort Jesu zu hören, nicht morgen oder übermorgen. Gottes Wort und die Knechte Gottes ermahnen uns unablässig, damit wir nicht die Ruhe Gottes verpassen. Eine junge Frau wollte das Haus Gottes so schnell wie möglich verlassen, aber durch ihre Taufe hörte sie Gottes Ermahnung aus 1. Petrus 4,13. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Sie entschied sich, im Haus Gottes zu bleiben und über das Haus Gottes treu zu sein. Und sie lebt nun mit großer Freude als eine Glaubensmutter der nächsten Generation.